Hola! Heute bin ich mal in Los Americas. Wollt euch mal den Strand zeigen. Auch ein toller Strand. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Viele, die hier laufen. Sehr viele Surfer. Und dann ist gleich dahinter, ist gleich ein kostenloser Parkplatz. Auch ein Behindertenparkplatz, aber keine Chance, hier einen Parkplatz zu bekommen. Und ich fahre mal mit euch durch die Stadt. Das ist wirklich eine sehr, sehr gepflegte Stadt. Hier kommt mir so schon ein Surferboy mit seinem Brett entgegen. Hier hat auch ein Restaurant auf, viele Motorradfahrer scheinen hier zu sein. Hier kann man sich auch so ein Buggy mieten. Und wie gesagt, sehr, sehr gepflegt. Also ich bin ganz begeistert. Auch sehr viele Geschäfte hier. Hotels. Hier rechts auch sehe ich gerade für Kinder ein schönes Angebot. Rutschen und Schaukeln. Und hier rechts ist wohl die Strandpromenade, haben auch eigentlich sehr viele Geschäfte auf. Hier rechts ist noch ein Hardrock-Café. Das sieht ja schön aus. Museum. Natürlich die Nobelmarken. Cartier ist dabei. Bulgari. Die Straßen an, wie schön die gemacht sind hier. Es ist wunderschön, der Stadtteil hier. Also ich finde, auf jeden Fall ist das immer eine Reise wert. Oder wenn man sich nicht ganz sicher ist und man sagt, okay, ich möchte nach Teneriffa, aber ich weiß nicht wohin. Ich vermute mal, hier wird auch sehr viel Touristik sein. Deswegen ist das wirklich blitzesauber hier alles. Also, wie gesagt, wenn man nicht weiß, ach, ich möchte nach Teneriffa, aber ich weiß nicht wohin. Kann ich das hier eigentlich empfehlen? Viele Geschäfte, viele Restaurants. Ganz, ganz toll hier.
So, und jetzt will ich mich gleich mal auf den Weg zu einer Kartbahn machen. Ich möchte gerne mal fahren und ich versuche, euch dieses Erlebnis auch mal aufzunehmen, weil hier auch in Los Amerika soll auch eine Kartbahn sein. Die suche ich jetzt. Hier vorne ist auch noch ein Einkaufszentrum. Da war ich gerade. Ansonsten, wirklich ist es wunderschön hier, die Anlagen, die Gartenanlagen. Es ist alles sehr gepflegt, die Straßen. Okay, ich bedanke mich fürs Anschauen von meinem Video und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!